Warum auch Weihnachten nicht vor Abmahnungen schützt, erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Tobias Klähner, ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Klähner hier in Koblenz. Wir sind unter anderem spezialisiert auf das Urheberrecht. Wir haben jeden Tag mit urheberrechtlichen Abmahnungen zu tun. Und kürzlich kam eine Mandantin mit einem ganz speziellen Fall zu uns. Da geht es um ein Weihnachtsgedicht. Ja, die Mandantin ist Online-Händlerin und hat auf Facebook auch einen kleinen Unternehmensauftritt und hat sich zu Heiligabend gedacht, ich grüße einmal meine Community, also meine Kunden, Geschäftspartner und alle anderen Interessierten, die hier mal vorbeischauen, und hat dort ein kurzes Gedicht, ein Weihnachtsgedicht veröffentlicht. Das hat sie irgendwo im Internet gefunden. Das hatte 8 Zeilen, das fand sie nett und das hat sie zu Heiligabend dort einfach eingestellt. Die Community von der Mandantin fand das Gedicht sehr nett, hat sich sehr gefreut, aber wer sich gar nicht darüber gefreut hat, ist die Autorin des Gedichtes, die Frau Jutta Kieber aus Bottrop. Die hat die Kanzlei Leineweber aus Essen beauftragt, unsere Mandantin abzumahnen, weil der Mandantin keine Erlaubnis erteilt worden wäre, dieses Gedicht auf Facebook zu benutzen. Ja, Weihnachten hin und her, da wird natürlich keine Ausnahme gemacht. Gedichte sind regelmäßig Werke im Sinne des Urheberrechts. Frau Kieber behauptet hier, Urheberin dieses Gedichts zu sein und auch die entsprechenden Urheberverwertungsrechte noch zu besitzen, hat deshalb die Mandantin abgemahnt, möchte eine strafbewährte Unterlassungserklärung von der Mandantin haben, möchte urheberrechtlichen Schadensersatz in Höhe von 400 € haben. Und möchte auch nochmal Abmahnkosten ebenfalls in Höhe von über 400 € von der Mandantin erstattet bekommen. Dieser Gefahr muss man sich bewusst sein, bevor man hier leichtfertig zum Stift greift und die Unterschrift leistet. Das Problem des Schadensersatzes und das Problem der Rechtsanwaltskosten, würde ich sagen, ist hier fast nachgelagert. Natürlich ist das auch ärgerlich. Natürlich kann man auch überlegen, ist das berechtigt oder nicht. Gerade das Urheberrecht ist sehr formal mittlerweile ausgestaltet worden. Das heißt, es gibt eine Reihe strenger formeller Anforderungen auch an die Aussprache einer urheberrechtlichen Abmahnung. Es gibt viele Ansatzpunkte, an denen man so eine Abmahnung auch angreifen kann, überlegen kann, ob man da überhaupt Anwaltskosten erstatten muss. Und wenn Sie jetzt in einer ganz ähnlichen Situation sind, wenn Sie jetzt auch Post bekommen haben von der Frau Kieber oder der Kanzlei Leineweber, wenn Sie eine Unterlassungserklärung abgeben sollen, Geld zahlen sollen und sich fragen, ist das alles richtig, sind die Ansprüche richtig, habe ich Optionen, gibt es da eine Strategie? An der Stelle setzt unser Angebot an. Unsere Kanzlei hat eine kostenlose Erstberatung. Füllen Sie gerne einfach das Formular aus, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Einzige, was wir von Ihnen brauchen, ist die Abmahnung und einen gemeinsamen Telefontermin. Wir empfehlen Ihnen, nehmen Sie die Frist, die in der Abmahnung gesetzt wird, auf jeden Fall ernst und nutzen Sie gerne dafür unser Angebot. Vielen Dank.